Hallo meine Lieben und herzlich willkommen wieder mal bei eurer Crazy Owl. Also, ich habe 1000 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen Dank euch allen. Ich bin total aus dem Häuschen. Also danke, danke, danke für die Abos, die Likes, die Kommentare, die Wertschätzungen, die mich auf so vielen Wegen erreichen. Wirklich, ich danke euch. Jetzt gibt's die aktuelle Wochentendenz. Wir haben Wilma natürlich am Start, die hier wieder wie immer guckt, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Wir legen heute mit dem Deck. Ne? Frieda ist auch da, die sagt auch mal wieder Hallo, die hütet meine Runen. Wir legen heute mit dem Engel- und Ahnen-Orakel von Kyle Gray. Wir haben das Tarot Graulux von Ciro Marchetti und das Gilded Reverie Lenormand von Ciro Marchetti ebenfalls am Start und natürlich die Faol-Runen. Infos zu den Kartendecks findet ihr wie immer unten in den Kartendecks. Ich habe jetzt ein paar Kommentare gesehen, wo geschrieben wurde, ja, wen interessieren die Karten, wir wollen die Legung sehen und sowas. Ich finde diese Würdigung, die Decks kurz am Beginn des Videos namentlich zu erwähnen, ist für mich eine Ehrensache. Ich habe die Karten nicht in die Welt gebracht, sondern die Künstler oder eben Herausgeber dieser Kartendecks. Deswegen erwähne ich die kurz. Das wird auch so bleiben. Das ist für mich einfach eine Ehrensache. Und ohne diese Decks könnte ich euch diese Legungen gar nicht präsentieren. Nur mal ganz kurz als Erklärung. So, jetzt geht's aber los. Ein Schluck Kaffee zur Stärkung und dann gucken wir die Wochentendenz vom 10.2. bis 16.2. Ihr wisst, Zeit ist relativ, das kann auch ein bisschen fließend sein. Ja, wenn dir diese Legung über den Weg läuft, dann ist sie jetzt für dich vielleicht wichtig. So, es handelt sich wie immer um eine Kollektivlegung. Das heißt, du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Schau das bitte in eigene Verantwortung und wenn du dieses Mal nicht in der Reisegruppe dabei bist, dann vielleicht in einer der anderen Legungen oder beim nächsten Mal wieder, dann mach's auch nicht zu deiner Legung. Rollen können vertauscht sein. Wenn die Dame fällt, seid ihr als meine Zuschauer immer die Dame und das Gegenüber, auf das ihr schaut, ist der Herr. Auch da sollte das bei euch gleichgeschlechtlich sein oder ihr merkt, die Rollen sind vertauscht, dann dreht es in eigener Verantwortung. Jetzt legen wir los, schauen wir, welche Energie steht uns für morgen, Freitag, den 10. Februar im Kollektiv zur Verfügung. Welche Energie haben wir für Freitag im Feld? Den Stern. Okay, wir schauen gleich mal, was die Lenormand-Karten noch dazu sagen. Der Stern ist ja eine Heilungskarte, eine große Arkana. Also zum einen steht er eben für die Heilung, er steht aber auch dafür, dass man vielleicht seine Sterne neu sortiert. Er steht auch für die Hoffnung und schaut mal, da seid schon ihr als die Dame gefallen. Okay, ich muss den Stern leider ein bisschen abdecken, weil die Dame hier sehr entblößt ist. Ich mache das mal so. Also, wir haben den Stern. Der Stern, wie gesagt, ist eine große Arkana, steht für Heilung, für Hoffnung, für Wünsche. Ihr seht auch auf dieser Karte, ich mache das jetzt mal so, mache ein Bikini-Oberteil und ein Höschen. Ihr seht, diese Dame schüttet zwei Kelche in dieses Wasser. Vielleicht werden bei einigen von euch auch die Gefühle gereinigt, also wo vielleicht sich auch so alte Gefühle, alte Gedankenmuster verabschieden. Warum ich darauf komme, wir haben von den Lenormand-Karten, wir haben den Reiter, also hier kommt eine Bewegung rein, mit diesem Regenbogen steht das für mich auch immer für ein Stück weit eine Energieanhebung. Wir haben euch als die Dame liegen und wir haben die Wolken und diesen Wolken dreht ihr den Rücken zu. Vielleicht habt ihr in der letzten Zeit immer noch mit Unklarheiten gekämpft, wart euch unsicher, habt vielleicht euch aufgrund alter Erfahrungen oder alter Verletzungen zurückgehalten, wirklich jetzt in die Bewegung zu kommen. Und jetzt dreht ihr euch aber davon weg. Und ihr schaut genau auf das, okay, ich bewege mich hier, der Reiter steht auch für Nachrichten und einfach für die Bewegung. Also vielleicht geht ihr jetzt einfach auch mit dieser neuen Energie, ja, eure Sterne neu zu ordnen, nach draußen und kommuniziert
mit anderen auch darüber. Das ist der Freitag. Schauen wir mal, was sagt denn der Samstag? Welche Energie haben wir für Samstag im Feld? Da haben wir zwei Karten. Wow, wir haben die Stärke oder auch die Kraft und die zwei Kelche. Das ist jetzt wirklich eine richtig, richtig schöne Energie. Die Kraft, ich habe es schon öfter erklärt, ich erkläre es gerne nochmal kurz. Die Kraft und die Gerechtigkeit haben im Tarot die Plätze getauscht. Die Kraft ist jetzt die Karte 8, früher war es die 11, die Gerechtigkeit ist jetzt die 11, war früher die 8. Deswegen steht bei mir für beide Karten auch immer das Thema Ausgleich der Kräfte im Feld. Und wie ich hier schon, wie wir hier mit den Lenormand-Karten schon hatten, ihr dreht euch vielleicht wirklich von diesen Unklarheiten, Unsicherheiten weg und schaut genau auf das, wo will ich mich hinbewegen, was ist mein nächster Schritt, was muss ich als nächstes anpacken, damit ich mein Regenbogenziel hier erreiche. Ja, das ist so die Energie, in der ihr startet. Und mit der Kraft kann das wirklich sein, dass ihr euch jetzt von dieser kräftezehrenden Energie der vielleicht letzten Wochen oder Monate verabschiedet und ihr lauft in voller Kraft wirklich auf Begegnungen, die mit den zwei Kelchen auf Augenhöhe sind, die wertschätzend sind, wo man sich gegenseitig die Kelche füllt, wo so Themen wie Neid oder Konkurrenz, darum geht's nicht mehr, sondern es geht darum, gemeinsam erfüllend seine Kraft einzusetzen, um Dinge zu erreichen. Das ist eine richtig schöne Energie. Schauen wir mal, was das Lenormand noch dazu sagt. Was ergänzt das Lenormand noch zu den zwei Kelchen und der Stärke? Einmal, die fliegt gleich aufs Tarot drauf. Ja, da haben wir den Sarg. Also da ist auf jeden Fall... okay. Also, hier hat auf jeden Fall eine große Transformation stattgefunden, die für mich aber, der fiel nämlich zuerst über Kopf raus, die für mich nun, dieser Transformationsprozess scheint abgeschlossen zu sein. Und ihr seid wirklich jetzt mit dem Kind in so einer Neuanfangsenergie. Vielleicht auch steckt auch eine Geschäftsidee von euch oder dieses neue Projekt, um das es geht, oder diese Veränderung, die ihr anstrebt, noch in den Kinderschuhen. Also das ist noch in den Anfängen. Und es kann auch sein, dass hier, wenn es hier um die Liebe gehen sollte, dass nach einer längeren Pause ein Neuanfang mit diesem Gegenüber möglich ist. Also wer hier auf eine Seelenpartnerschaft guckt, hier kann es durchaus sein, auch mit den zwei Kelchen, die hier liegen, haben wir den Hinweis auf die Seelenpartnerschaften, dass es hier, wenn ihr in so einer Geschichte eingebunden seid, dass es hier wieder zu einem Neuanfang oder einer Annäherung kommt, weil ein Transformationsprozess beendet wurde. Spannend, spannend. Also für wen es hier nicht für ein Gegenüber geht, ist für mich dieser Herr hier immer dieses eher gefühlvolle, leidenschaftliche Handeln, was ja hier dann auch mit Kraft und zwei Kelchen einfach, ja, ihr gebt eure ganze Kraft jetzt eben in wertschätzende Geschäftsverbindungen oder Verbindungen auf Augenhöhe. Ihr wollt Projekte angreifen, wo man Hand in Hand arbeitet, wo es nicht um Konkurrenz oder vielleicht auch Hierarchien etc. geht und wisst auch, ja, da mögen vielleicht auch stürmische Zeiten auf mich zukommen, aber mir kommt hier der Spruch von Pippi durch, ne? Der Sturm wird stärker, macht nichts, ich auch. Also das ist so diese Energie, die ich hier wahrnehme. Gut, der Sonntag. Da haben wir nochmal, das ist ja eine spannende Energie, wir haben die 8 Stäbe und den Teufel. Also ich habe hier, das wird eine spannende Woche, ich habe 3 Tage gelegt und jeden Tag kommt eine große Arcana mit dazu. Also hier scheinen für einige von euch schon wieder sehr intensive Prozesse am Start zu sein. Also das ist jetzt, ne, große Arkanen sind für mich immer so dieses...
wo ich sage, ja, das ist jetzt keine Kleinigkeit, die da passiert, sondern hier sind schon entscheidende Dinge am Werk. Okay, also wir haben für den Sonntag die 8 Stäbe. Die 8 Stäbe stehen immer für Nachrichten, für Kommunikation. Das ist eine schnelle Energie, das ist Feuerenergie. Da geht's hoch her. Also das scheint mir nicht ein beschaulicher Sonntag zu werden, sondern hier, ja, da ist vielleicht, seid ihr auch ganz eifrig am Pläne schmieden, ich weiß es nicht. Also da ist, ja, das ist so, ja, wirklich so eine, das geht Schlag auf Schlag. So würde ich die Energie bezeichnen. Und es geht hier wirklich mit dem Teufel darum, dass ihr vielleicht auch wirklich darüber kommuniziert, euch aus Abhängigkeiten, aus Süchten, aus toxischen Verbindungen wirklich nochmal zu befreien. Vielleicht finden hier auch wirklich Gespräche dann statt, wo man genau diese Themen eben zur Sprache bringt und auch sagt, nee, mache ich nicht mehr mit. Ja, ich möchte hier nicht mehr in Abhängigkeit sein, weil ihr einfach sagt, ne, mit der Energie, die wir hier am Samstag haben, mit 2 Kelchen und Stärke, habt ihr da keine Lust mehr, irgendwie in Abhängigkeiten oder in toxischen Energien zu stecken. Und ihr werdet diese Kommunikation aber schon diplomatisch führen. Die Brücken hier sind für mich und auch mit den Lilien ist für mich, das ist nicht diese Energie, wo ihr eiskalt oder kaltschnäuzig irgendwie Türen verschließt, sondern ihr werdet Brücken bauen und ihr werdet auch auf die harmonische Klärung achten mit den Lilien. Die Lilien stehen auch für Leidenschaft, die Lilien stehen für die Familie, sie stehen auch für das Zuhause, für die Harmonie und die Brücken einfach, dass es verschiedene Wege geht, ne? Also wie man Brücken baut. Ich kann Brücken bauen, ich kann Brücken auch zerbomben, ich kann, ja, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und hier wird auf jeden Fall das Thema Abhängigkeiten, ungesunde Verbindungen, wo vielleicht Geben und Nehmen nicht im Gleichgewicht war, sondern vielleicht auch manipulative Kräfte am Start waren, das wird zur Sprache gebracht. Und für alle, die hier in Seelenpartnerverbindungen stecken, wir haben den Hinweis ja auch hier schon mit den 2 Kelchen und diesem eventuellen Neuanfang oder wieder Annäherung in kleinen Schritten von diesem Gegenüber, werdet ihr mit Sicherheit auch, wenn da Verletzungen stattgefunden haben in der Vergangenheit, wird mit Sicherheit auch über dieses ungesunde, toxische oder ja, vielleicht auch ne, so eine, sage ich mal, leidenschaftliche Abhängigkeit, wenn das so eine Affärengeschichte war, wo es halt dann nur um das Körperliche ging und vielleicht ja, die Gefühle nicht so geachtet wurden, das wird auch hier ausgesprochen werden. Der Montag. Wow, da haben wir den Magier. Also, mit dem Magier, wenn ihr euch hier von diesen toxischen Dingen befreit habt, werdet ihr am Montag, kommt die Energie mit dem Magier, die besagt, ihr wisst, dass ihr alles in euch habt, was ihr benötigt, um eure Träume zu manifestieren. Das ist die Kernaussage des Magiers. Der Magier ist noch nicht der, der mit der Umsetzung beginnt. Er ist derjenige, der, sage ich mal, der kleine Alchemist, der das richtige Mischungsverhältnis der Zutaten, die ihr benötigt für euer Projekt, für euren Plan, für euren nächsten Schritt, der das richtige Mischungsverhältnis vorbereitet. Schauen wir mal, was das Lenormand noch dazu zu sagen hat. Welche Lenormand-Karten, die soll es sein, ja. Also mit dem Schiff geht es hier schon um eine langsame Bewegung. Das Schiff steht auch, kann auch für so Seelenthemen stehen. Also ich glaube schon, dass ihr hier vielleicht am Montag dann wirklich, wenn ihr euch am Sonntag aus diesen Abhängigkeiten, diese Abhängigkeiten mal zur Sprache gebracht habt und verändert, dass ihr dann am Montag einfach so vielleicht ein bisschen eine innere Einkehr auch habt mit den Magier und schaut, okay, was habe ich erreicht? Was ist der nächste Schritt in meinem Seelenplan? Ja,
weil ihr hier vielleicht auch hinter die Masken blicken konntet. Ob das jetzt eure eigenen sind oder die von anderen, dürft ihr für euch selbst prüfen. Aber hier werdet ihr mit Sicherheit, ja, das ist für mich so eine, wie so eine innere Aufstellung, wenn hier andere Menschen, um was es auch geht, ob es jetzt ein Projekt ist oder die Liebe, werdet ihr nochmal so reflektieren, okay, ich habe die und die Erkenntnisse, da konnte ich hinter Masken blicken und jetzt kann ich mit Bedacht Stück für Stück für mich reflektieren, welche Fähigkeiten, welche Zutaten benötige ich, um mit dieser Situation gut umzugehen. Also, der Dienstag, welche, nee, das sind zu viele, meine Lieben. 1 bis 2 Karten, weil sonst sind wir in der Stunde noch hier. Welche Energien haben wir für Dienstag? Dankeschön. Die 2 Stäbe. Okay, mit dem Magier scheint es so zu sein, dass ihr, wenn ihr hinter diese Masken geblickt habt, für euch 2 Möglichkeiten habt, wie ihr mit der Situation umgehen wollt. Und sich da auch für euch, so wird es mir auf dieser Karte dargestellt, 2 Wege öffnen. Und die werdet ihr euch am Dienstag anschauen. Mit den 2 Stäben ergreift ihr noch nicht eine, also trefft ihr noch nicht die Entscheidung, sondern ihr betrachtet einfach, okay, welche Wege tun sich mit den 2 Möglichkeiten, die ich hier habe, für mich auf. Das sind jetzt schon wieder so viele. So, der Brief flog als erstes. Die mischen wir nochmal rein. Eine hätte ich gern noch, maximal 2 bitte. Danke. So, wir haben den Brief und wir haben schon wieder euch. Und auch der Brief ist gerade Richtung Magier und die Dame gefallen. Also diese 2 Möglichkeiten, die ihr habt, da kann am Dienstag es wirklich so sein, dass ihr anfangt, euch hier Pro-Kontra-Listen zu führen. Mit dem Brief geht es darüber, dass ihr, also der Brief steht für Kommunikation, für Nachrichten, der steht aber auch für Oberflächlichkeit. Vielleicht ist es so, dass ihr diese Optionen wirklich mit Plus-Minus-Listen vergleicht, um eine Entscheidung zu treffen, welchen Stab möchtet ihr ergreifen. Gut, dann haben wir schon den Mittwoch. Welche Energie ist am Mittwoch im Feld? Nein, das sind zu viele. 1 bis 2 Karten. Dankeschön. Okay, die 7 Stäbe. Die 7 Stäbe ist die Position, wo man einen Energieanstieg erreicht hat, eine neue Position, die einem neue Perspektiven ermöglicht. Die 7 Stäbe ist aber auch ein bisschen der Hinweis, dass man in einer Verteidigungshaltung ist. Und es gilt vielleicht für euch zu prüfen, ob hier denn wirklich Angriffsfläche, also ob hier wirklich Angriffe stattfinden oder nicht. Schauen wir mal, was das Lenormand noch dazu zu sagen hat. Welche Lenormand-Karten begleiten die 7 Stäbe? Das geht tief. Eine hätte ich. Nein, das sind zu viele. 1 bis 2 maximal. Danke. So, wir haben den Hund und wir haben die Sterne. Die Sterne stehen für Erfolg, für Anerkennung, für Spiritualität auch. Sie steht für viele. Und der Hund steht, ist zum einen eine Seelenpartnerkarte und zum anderen steht er auch für Loyalität und Freundschaft. Also es kann durchaus sein, dass es für einige von euch am Mittwoch zu dem Punkt kommt, wo ihr sagt, ich habe hier vielleicht Freunde in letzter Zeit ein bisschen zurückgewiesen, weil ich
in so einer Verteidigungshaltung war, weil ich niemanden an mich ranlassen wollte. Und diese Erkenntnis könnte euch am Mittwoch erreichen, dass ihr einfach wirklich sagt, okay, diese Verteidigungshaltung ist im Grunde unnötig. Ja, also ich muss mich nicht dagegen verteidigen, sondern ja, es ist eine spannende Energie. Das ist so, also wir haben hier viele große Arcana-Karten liegen. Ich glaube, für einige von euch geht es wirklich darum, die Sterne neu zu ordnen. Und vielleicht, ne, wenn man in solchen Prozessen ist und einfach sehr auch mit sich beschäftigt ist, hat man vielleicht in der letzten Zeit auch Freundschaften nicht so den Raum gegeben, wie es halt vorher der Fall war, weil man einfach gesagt hat, nee, ich muss mich jetzt erstmal zurückziehen, ich muss mich mit mir auseinandersetzen, ich muss meine innere Klarheit wiederfinden. Und jetzt ist es vielleicht für euch dann die Aufgabe, wirklich aus dieser Verteidigungshaltung wieder herauszukommen und auch diese Geschenke, diese vielen kleinen Anerkennungen, die über Freundschaften oder diese treuen Wegbegleiter bei euch im Feld sind, wieder anzunehmen. Jetzt habe ich's. So, der Donnerstag. Welche Energie haben wir für Donnerstag im Feld? Welche Energie haben wir für Donnerstag im Feld? Dankeschön. Da haben wir die Königin der Schwerter. Jawohl, ja. Also, die Königin der Schwerter. Die Königin der Schwerter ist lasst mich kurz überlegen, das Wasser der Luft. So, die Königin, also die Schwerter stehen für Luftelement. Das steht immer für Intelligenz, für Wortgewandtheit. Die Königin der Schwerter war in meinen Augen auch eine gebundene Frau, die sich selbst befreit hat. Ja, und die genau weiß, wann es Zeit ist, das Schwert zu erheben, um zu kämpfen. Wann ist es Zeit, das Schwert in die Erde zu stecken, um sich zu erden? Und wann ist es Zeit, das Schwert gen Himmel zu richten, um die geistige Anbindung zu nutzen? Also die Königin der Schwerter hat einen messerscharfen Verstand. Die ist wortgewandt, die weiß, sich klar auszudrücken, klar zu formulieren. Und wenn ihr hier irgendwas zu klären habt, ist der Donnerstag, glaube ich, eine gute Energie, um dies mit Unterstützung der Königin der Schwerter zu tun. Was sagt das Lenormand noch dazu? Da kommt die Zeit und der Turm. Mhm. Okay, auch das ist jetzt hier wieder mehrdeutig. Also zum einen die Königin der Schwerter. Ich habe gerade gesagt, die weiß, wann es Zeit ist, das Schwert zu erheben und wann es Zeit ist, vielleicht Worte zur rechten Zeit richtig auszusprechen. Und hier kommt jetzt die Zeit und der Turm. Das kann jetzt zum einen bedeuten, es ist Zeit, sich von gewissen Dingen abzugrenzen. Der Turm steht auch eben für Abgrenzung, für Rückzug, er kann auch für Behörden stehen. Vielleicht ist es aber auch für den einen oder anderen von euch jetzt an der Zeit, genau aus diesem Turm herauszukommen. Ja, und klar zu kommunizieren, was Sache ist. Also die Karten auf den Tisch zu packen. Okay. Interessante Energie. Ich glaube, für einige stehen hier schon noch ein paar Punkte zur Klärung an, wo auch wo es viel um klärende Gespräche, um Aussprachen geht. Vielleicht einfach, ne, mit dieser Heilungskarte habt ihr hier auch wirklich einen wichtigen Heilungsprozess, auch mit dem Sarg hier, für euch abgeschlossen, wo jetzt die Zeit ist, in eine neue Bewegung zu gehen, auf einer neuen Ebene Verbindungen mit den zwei Kelchen hier, eine neue Ausgangsbasis zu schaffen, ja, auch anzusprechen mit dem Teufel und den acht Stäben, was lief in der Vergangenheit nicht gut, damit man dann mit dem Magier neu manifestieren kann und mit den zwei Stäben neue Handlungswege schaffen kann, ja, um nicht mehr ständig seinen Standpunkt verteidigen zu müssen, sondern mit Klarheit, offen und ehrlich, authentisch zu sagen, das ist mein Weg.
Das war jetzt mal die Kurzzusammenfassung dieser Geschichte, die ich hier auf dem Tisch habe. Jetzt schauen wir noch, welche Energie aus dem Engel- und Ahnenorakel begleitet uns für diese Woche. Ups. So. Schauen wir mal, welche Engel- und Ahnenenergie begleitet uns. Jawohl. Und welche Rune begleitet euch noch und uns allgemein? Welche Rune begleitet diese Wochentendenz? Da habe ich sie. Gut, also wir haben den Herzhüter. Liebe und lass dich lieben. Diese Energie ist speziell für jene, die hier mit dieser Verteidigungshaltung vielleicht zu tun haben und da, was Freundschaften oder auch nahestehende Menschen vielleicht ein bisschen in so einer abweisenden Energie waren, weil sie einfach mit sich selber befasst waren, ja, ihr Herz wieder zu öffnen, sich lieben zu lassen und auch zu lieben. Vielleicht wart ihr auch von manchen Freunden, die danach gefragt haben, ey, was ist denn bei dir los und wann sehen wir uns mal wieder und geht's dir gut? Vielleicht wart ihr da ein bisschen genervt und dadurch abweisend. Also öffnet da euer Herz wieder. Und mit der Raido, die ja das Rad, der Reiter ist, sie steht für das Regelmäßige, auch für den Kreislauf, ja, findet ihr hier vielleicht wieder euren Rhythmus und euren Takt. Also vielleicht lauscht ihr einfach ganz deutlich auch eurem Herzschlag, um wieder auf eurem Herzenspfad, in eurem Rhythmus, mit Taktgefühl euren Weg zu gehen. Ja, meine Lieben, das war's schon wieder mit der Wochentendenz. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Ich freue mich wie immer über Likes, Abos, Kommentare und wenn ihr meine Videos teilt. Ja, wünsche euch eine gute Zeit. Sagt bis zum nächsten Video. Fühlt euch umärmelt. Bis bald, eure Crazy Owl. Ciao!